Mein Gerätewagen Logistik TH, technische Hilfeleistung. Besonderheit an dem Fahrzeug ist, wir haben hier noch die 5-Tonnen-Winde mit drauf von Rotzler. Haben hier im ersten Geräteraum mehr oder weniger alles, was wir für die technische Hilfeleistung benötigen. Rettungsschere Spreize in großer Variante für LKW-Unfälle auf der A3 bei uns. Die schneiden halt ein bisschen oder die haben mehr Kraft wie die anderen, die wir auf dem LF bei uns haben und wird permanent halt dann bei LKW-Unfällen eingesetzt. Wir haben hier oben verschiedene Möglichkeiten. Der Hydraulikstempel, hier haben wir nochmal einen Hydraulikstempel drin, falls wir etwas auseinanderdrücken müssen. Wir haben hier drüben noch das Glasmanagement und die Airbag-Sicherungsgeschichten, auch für Beifahrer-Airbags. Für die Stempel haben wir noch diverse Druckplatten, Schwelleaufsätze, da oben ist nochmal eine Druckplatte, wenn ein Kardantunnel im Weg ist, eine Bereitstellungsplane, wo wir im Einsatzfall unsere Gerätschaften gut positionieren können, dass da schnell zugegriffen werden kann, ein Türöffnerwerkzeug, Motorsäge, Rettungssäge und dementsprechend wieder die Schutzkleidung. Und ganz oben haben wir nochmal Hebekissenzubehör. Auf der anderen Seite von dem Fach sind dann hier die Hebekissen untergebracht und die Patientensplitterschutzfolien oder wie man es auch nennen mag, Splitterschutz, die wir hinter die Scheiben stecken können. Harter Patientenschutz. Genau. Ne, das ist einfach, um die Glassplitter von den Patienten wegzuhalten, was man früher mit Decken gemacht hat. Ja, und hier haben wir noch unsere, was ich vergessen habe, unsere Unterbaublöcke, um die Fahrzeuge sicherzustellen. Und dementsprechend hier Anschlagketten noch, um auch dementsprechend Zug auszuüben. Hier unten drin haben wir noch einen Felgenadapter. Mit diesem Felgenadapter können wir LKWs anheben. Das heißt, das wird an die Felge angebracht und mit dem hydraulischen Zylinder können wir dann das Fahrzeug dann mit Hilfe dieser Platte anheben. Ob Vorder- oder Hinterachse, das spielt keine Rolle, der passt vorn und hinten. Hier drüben haben wir einfach nochmal einen Trennschleifer drauf und das ist eigentlich das so zu dem Gerätefach hier. Das Spineboard haben wir da oben noch. Ja, da oben ist noch ein Spineboard, um halt patientengerechte Rettung durchzuführen. Falls der Rettungsdienst noch nicht da sein sollte oder mehrere Personen befreit werden müssen, können wir hiermit aushelfen. In diesem Gerätefach haben wir hier drinnen mehr oder weniger die Bedienung von unserem Lichtmast und der eingebaute Generator sowie ein eingebauter Druckluftkompressor. Wir haben hier einen eingebauten Druckluftkompressor mit einem Haspel, um unseren Plasmaschneider zu bedienen. Also wir haben hier einen Plasmaschneider noch mit drauf. Wie gesagt, der kann halt über den Schlauch angestöpselt werden. Über den Generator tun wir unseren Kompressor betreiben und somit ist das Ding im Prinzip komplett einsatzfähig. Und hier drüben haben wir nochmal Kabeltrommel zum Verlängern. Wir haben hier nochmal Feuerwehrleinen, Erdungsgarnituren, wir haben nochmal Unterbauholz. Wir haben nochmal für den Plasmaschneider, falls wir nicht am Fahrzeug arbeiten können, nochmal zusätzliche Pressluftflaschen. Handwerkzeugkasten, hier haben wir nochmal eine Verteilerbox im Fahrzeug eingebaut, eine Haspel. Oben haben wir nochmal ein Pelilight, das ist also nochmal ein Halogenscheinwerfer, den wir extern betreiben können, also der ist portabel, Verbandskasten und dann halt hier drüben auf den Schubfächern, Brechstangen und so weiter, TNT-Tool, Bolzenschneider, Schaufeln. Und die Besen. Ja, dann haben wir hier drüben nochmal Feuerlöscher nochmal mit drin. Und das war es eigentlich auch zu diesem Gerätefach. Achso, das Fahrzeug hat noch einen eingebauten Lichtmast oben drauf. Der wird dann auch hier drüber bedient. Und dann gibt es dann hier über die Fernbedienung, können wir dann dementsprechend unser Blaulicht, unsere Scheinwerfer bedienen, einstellen und so weiter und so fort. Ist alles also elektrisch einstellbar von hier unten. Der Mast ist pneumatisch, also funktioniert mit Druckluft auch über die Fahrzeugdruckluft und kann dementsprechend ausgefahren werden.